Okay, eine Dreiviertelstunde später. There is something about the old boiler room. Something strange. It is packed with exhibits. I wish I could remove them from the display cases and hold them in my hands. Maybe it would trigger something. Memory, an event, or even a manifestation. This would be a great location for our science. Science. Das ist etwas mit diesem, über diesen alten Boilerraum. Irgendwas Komisches. Es ist mit Exhibits. Exhibits, was heißt das nochmal? Exponat, Ausstellung. Es ist mit diesen Ausstellungen gepackt. Ich wünschte, ich könnte es vom Display nehmen und in meiner Hand halten. Vielleicht würde das etwas auslösen. Eine Erinnerung, ein Ereignis oder irgendeine Manifestation. Also Erscheinung. Das wäre eine guter Ort für eine Seance. Also eine... Naja, ihr wisst ja, was eine Seance ist. Das war... Ja, 12 Minuten später, also fast eine Viertelstunde später. Lunchtime. I have Benjamin Parker for company. Ha, sadly. He is made of plastic. A display case here in the basement has an effective recreation of his departure from Trothen. I must admit he looks a little spooky. I could swear his eyes are gazing into some unknown future. Lustig. Okay, Essenszeit. Ich habe Benjamin Parker für meine Firma. Traurigerweise leider nur aus Plastik. Ein Display Case, ein Ausstellungsstück würde ich jetzt mal Stück sagen, würde ich jetzt mal sagen. Ein Ausstellungsstück würde ich jetzt mal sagen. So. Hier und das hat eine effektive neue Kreation seiner Ankunft in seines Aufbruchs von Trivathan, und sie muss zugeben, er sieht ein bisschen gespenstisch aus. Und sie könnte schwören, seine Augen blicken in die unbekannte Zukunft. 15 Uhr, also bisschen mehr als eine halbe Stunde später. I've tried out the new goggles. They make my head spin. So powerful. I tried them by the exhibits and saw something. A glow. Also ich habe die neue Brille ausprobiert und die machen mich verrückt. So kraftvoll. Ich habe sie bei den Ausstellungsstücken ausprobiert und sah etwas glühen. It's time to explore the upper floors. Es ist Zeit, die oberen Stockwerke zu untersuchen. Aha. Oh, Mist. Hier ist wieder ein Bild von irgendeinem Mann. Das war um 15 Uhr. Eine halbe Stunde später und jetzt fast eine Dreiviertelstunde später. The original lighthouse rooms have been dressed up for the tourists. This is a shame, as it means there are less triggers for supernatural activity. Die originalen Leuchtturmräume wurden erneuert, also dressed up, schöner gemacht für die Touristen. Das ist eine Schande. In dem Sinne, dass sie weniger auslösen an was übernatürliche Aktivitäten angeht. The very fabric of the building stores the memory of those that once lived here. Das Gemäuer und das Haus, der Leuchtturm eben, hat die Erinnerungen an diejenigen, die einmal hier lebten. The closure of this attraction would... Schon Closure, oder?
keine Ahnung, would prevent further horrors, but would never explain why they happen. Okay, also diese Attraktion, die... prevents, etwas machen, dass es nicht passiert, etwas verhindern. Verhindern ist das richtige Wort. Verhindern weiteren Horror, aber sie erklären nicht, was, warum es passierte. I've heard a noise from one of the upstairs rooms. Das sind die L. Das heißt von his all. I'll check it out right now. Also ich habe etwas oben von den Türen, von den Räumen gehört, oben, die Treppe rauf. Das werde ich jetzt sofort überprüfen. Definitely a human sound. I tried to communicate, but the sound died away. It sounded like someone crying. Definitiv ein Mensch. Sie hat versucht, also hört sich definitiv nach einem Mensch an. Sie hat versucht zu kommunizieren, aber dann war es wieder leise. Es hört sich an, als würde jemand weinen. 16.54 Uhr. Wie lange dauert denn das noch? Weil heute ist ja auch noch der 29. Zumindest laut dem Computer. Und es ist ja noch Tag. Laut Sonne draußen. It started. My hands are shaking. There was another sound. It was musical, almost romantic. A violin, I think. Did the keepers play? Are they trying to tell me something? Es fing an. Meine Hände zittern. Da war wieder ein Sound, eine Melodie. Eine romantische. Eine Violine, glaubt sie. Haben die Leuchtturmwärter der Violine gespielt? Wollen die mir irgendwas sagen? I try to capture something with the camera. Ich versuche etwas mit der Kamera aufzunehmen. 17.15 Uhr. The chair in the old coal store moved. I caught it on camera. Der Stuhl in der alten, kalten, ja, Store, Laden, er hat sich bewegt. Ich hab's auf der Kamera. First there was a strong smell of burning or of furnace. And then the chair moved. It was amazing and frightening. Als erst war da ein Geruch von Feuer und Schmelen, glaube ich, heißt Furnace, heißt Ofen, von ein Geruch von etwas Brennendem und dem Ofen, und dann hat sich der Stuhl bewegt. Es war erstaunlich und beängstigend zugleich. 18 Uhr, 18.34 Uhr, wie weit geht es noch? Okay, nicht mehr weit. I thought I heard another noise, a massive rush of wind or energy. There's a small door in the exhibit hall. It seemed to come from there. Ich denke, ich habe ein anderes Geräusch gehört. Rauschen des Windes oder Energie. Da war eine kleine Tür in der Ausstellungshalle. Ich glaube, es kommt von dort. I wonder if there are caves or tunnels beneath the island. Es würde mich wundern, wenn es da Höhlen oder Tunnel unterhalb der Insel gäbe. 18.34 Uhr. A thunderstorm is about to break the silence. Ein Donnersturm bricht die Stille. I might investigate the Discovery Center out by the rocks before it gets too dark or rains. Ich sollte das Zentrum untersuchen, bevor es zu dunkel wird oder bevor es regnet. I'll take the ghost hunting goggles and dig around the Discovery Center. It might be full of triggers. Also ich habe die Geisterjägerbrille auf und grabe gerade um das Around the Discovery Center. Das schreibt alles groß. Über das Entdeckungszentrum
um das Entdeckungszentrum und hofft, dass da viele Auslöser sind. Bezüglich Erinnerungen oder sowas. Das war's. Mehr gibt's ja nicht. Okay, das war's. Da ist die Kamera. Sie hat ein Foto gemacht. Von Hidden Industries. Das sind wir. Okay. Das sieht aus wie ein Geist oder so. Kennen wir ja schon. Okay. Ah, das ist sie wohl. Polly Bart. Sieht nett aus. Da ist er, der Stuhl, der sich bewegt. Okay. Wer hat das Bild geschossen? Ich dachte, sie ist alleine hier. Das ist wieder so eine Figur. Und da ist sie außen. Okay, ich dachte, da wird sie mir kommen, aber das sind jetzt die Toiletten. Da ist sie wieder, wie sie gelandet ist. Das ist der Typ, den sie fotografiert hat. Da ist sie wieder. Hier ist wieder so eine Art Geist. Und sie? Ah, da sind wir. Was ist da? Zoom, Trefferson 126, Polly White. Okay. Was haben wir hier? Kann ich nur das hier ansehen. Ist das die Brille? Hidden Industries are proud to present EVP EMP VAU 2. Ah ja. Detect hidden electronic magnetic pulses during military and parapsychologic experiments. Okay, also das kann... wie sage ich das auf Deutsch? Findet versteckte elektromagnetische Pulse. Fertig. New explore the fascinating world of electronic voice phenomena. Some believe you can hear the voices of the dead or detect the echoes of past events. Erkunde die Faszination der Welt der Elektronik. Stimmenphänomenen. Manche glauben, sie können. Du kannst die Stimmen der Toten hören oder die Echos vergangener Ereignisse finden. All built into one stylish headset. Alles in einem stylischen Headset. Okay. Fred Rock Lighthouse. Dear Mrs. White, da ist also die Antwort. Thank you for your recent letter, which we found most interesting. Liebe Mrs. White, vielen Dank für Ihren Brief, wir fanden ihn sehr interessant. As you have probably heard or read in the local newspapers, our funding is about to be withdrawn following recent incidents. Members of the press are basking in the opportunity to trash our reputation. Wie Sie wahrscheinlich gehört haben, ist die lokale Zeitung oder in der lokalen Zeitung gelesen habe, ich sollte richtig lesen. gibt es momentan neuerdings Unfälle oder Vorfälle? Mitglieder der Presse würden alles, würden jede Gelegenheit nutzen, ihren Ruf zu schädigen. He appear to know theme of the history of Fetch Rock, with particular interest of the legend surrounding 1912's event. Three lighthouse keepers vanished without trace.
Your theory that you are James Wolfe's reincarnation is bizarre, rather fanciful. I wouldn't normally take such things seriously, but we must appear to be doing something to locate the source of our misfortune. No doubt having a ghost hunter, as you call yourself, present will have the journalists rolling with laughter. But you may be our only hope. You are shining. Sie glauben, sie wissen etwas über die Geschichte von Fred Schwark. Und die legendären Umstände des Ereignisses in 1912. Drei Leuchtturmwärter verschwanden spurlos. Ihre Theorie, dass sie der James Wolfe, die Reinkarnation von James Wolfe sind, ist bizarr. Und fanciful, was heißt fanciful? Und fantastisch zugleich. Normalerweise würde ich solche Dinge nicht ernst nehmen, aber es muss etwas passieren und die Quelle des Unglücks muss erscheinen. Sie haben keine Zweifel, dass ein Geisterjäger, so wie sie sich selbst nennt, dass das Erscheinen eines Geisterjägers die Journalisten zum Lachen bringen würde, aber diese ist die einzige Hoffnung. Look, I will be as honest with you as I can. I do not believe in ghosts, goblins and ghouls, but the staff have many a strange tale to tell. Only yesterday our chief shop assistant was attacked in the exhibition center. He claims that a pile of newly printed leaflets flew across the room and tore at his face. He has paper cuts across his cheeks to prove it. Okay. Sehen Sie, ich bin so ehrlich zu Ihnen, wie es nur geht. Ich glaube nicht an Geister, Goblins und Ghule, aber die Mitarbeiter haben komische Geschichten zu erzählen. Allein gestern meinte der Hauptgeschäftsassistent, er wurde angegriffen im Ausstellungszentrum. Er behauptet, dass ein Haufen frisch gedruckter Leaflets, was sind denn das? Flugblätter quer durch den Raum flogen und ihm im Gesicht trafen. Und er hat Papierschnittwunden an den Wangen, die es belegen. I attempted to... It was a gust of wind from the gift shop upstairs. But he would hear nothing of it. You have your work cut out for you, Mrs. White. Ich habe ihm... Wie war das nochmal? Ich habe versucht, ihm zu erklären, dass es der Wind war, der von den Treppen von oben runterkam und die einfach das Papier, die Flugblätter einfach weggeweht hat. Aber er wollte nichts zu hören. Sie haben ihre Arbeit für sie, Mrs. White. So I offer you a once in a lifetime opportunity. On the 29th of April, a ferry will depart from Trevathan and bring you to the island. Ask for Thomas Spivey at the local pub. Das Spivey, der war ja schon 1912 am Leben. Oder war es der Sohn? The Fisherman's Arms. He will instruct you further. Sleeping arrangements for the previous evening have already been booked. You are receiving special treatment. So